Da sind wir wieder bei Rocket League mit den Autos und den Bällen. Der Markus gibt voraus. Er kommt vor Markus. Nicht. Hör, wo war? Der war oben. Ah. Wir spielen gegen den Anfänger und den Semi-Profi. Semi-Profi. Kriegst du den? Kriegst du den irgendwie? Also der gerade ist. Oh, geiles Ding. Also der Semi-Profi ist der Seat-Thea oder wie? Also, ach, Seat-Herz. Der hat nochmal eine gegen die Kante geschossen. Ja, der ist der Semi-Profi. Ich fahr. Welche Power? Welche Power? Also mit dem Fliegen, das klappt doch nicht so ganz. Markus! Hast du ein Glück, dass der Anfänger nicht kann? Und nicht auch noch wartet. Aber wenn du in die Luft willst, darfst du eigentlich die Vorwärtsrichtung nicht nehmen. Weil sonst wird das nicht. Ja, du musst dann, du musst nach oben, also rückwärts, so gesehen. Wenn du hoch willst, musst du rückwärts. Ey, hat mich weggeschubst. Hallo! Markus. Ja, das ist gut. Aua. Ich wollte gerade sagen, will der jetzt eine eigene Torvorlage geben? Warte mal. Achso, doch. Wir sind blau und für uns steht es 1-0. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir denn schon ein Tor reinbekommen? Das habe ich ja gar nicht für voll genommen. Markus, Mitte. Nicht Mitte. Ah. Ich habe schon wieder mit meiner Ballcamp rumgespielt. Nach dem Motto. Oh, oh, lass den. Nicht. Der geht eh nicht. Nein. Nein. Oh. Der hat Markus, mich doch noch an der Felge angekratzt. Tor. Oh nein. Du hast den nicht echt verfehlt. Fick doch die Henne. Das ist übrigens auch so ein Grund, warum Markus nicht Torwart ist. Den zu verfehlen, das ist eigentlich schon. Achso, du warst zu langsam. Ich dachte, du warst zu schnell. Okay, dann wird's dir nicht übel genommen. Ich dachte, du warst zu früh. War zu spät. Oh oh. Ach nein, glaub zu uns. Der ist irgendwie gerettet von mir, aber nicht schön, aber. Oh. Ach du Kacke. Hab ich nicht. Ach du Scheiße. Der geht. Lassen wir uns gerade wirklich zerfetzen von einem Anfänger und einem Semi? Ich hab den da gerade weggeholt. So schnell konnte ich nicht umdrehen. Das will ich ja nur mal gesagt haben. Ich meine ja nur. Naja. Naja, ja. Achtung, er kommt direkt. Au. Oh. Parade und ich wurde zerstört. Oh. Ja! Oh, ich habe eine Vorlage gekriegt. Cool. Das war das Tor für die Bösen. Hier. Ich mach den und bumm. Vor allem, er geht nie nichts einfach flup, durch, flup. Ohne dass jemand wirklich rankommt. Flup. Nein, so war der gespielt. Das war ein ganz klarer Torschuss von mir. Den wollte ich so machen. Ich zieh durch. Hm. Ja, ja. Das war kein Zufall oder so, die nehmen. Nein. War es nicht. Oh. Ich gehe hinter. Oh, ich habe doch genau einen Boost. Achtung. Habe ich angestupst? Hat er angestupst? Ich wurde angestupst? Was von wem denn? Oh, gutes Ding, Markus. Geil. Schön gemacht. Ich fahre den. Ja, ja, mach das. Danke für den Anstupser, Gegner. Jetzt aber rückwärts. Keine Chance. Zu spät, ne? Nee, der war ein Stück zu hoch für mich. Oh no, ich will wieder runter. Au. Nicht hochfahren, nicht die Wand hochfahren. Das ist ganz schlecht. Oh, Markus. Mitte. Oh. Spiel getroffen. Nice. Schöner Pass von dir, schön mit Bande. Ich dachte mir, den wartest du da ab und flupp. Drin ist er. Tja. Du bist mit dran. Mit dran fahren. Du bist mit dran fahren, genau. Du bist mit dran fahren dran. Schön gemacht, Markus. Schön. Damit hast du dem hinteren nämlich gerade die. Warum will ich immer Leertaste drücken, wenn ich nichts machen will? Oh, das gab einen Befreiungsschlag. Ich hab aber keine Racing-Spiele vorher gespielt.
Eventuell kommt er in die Mitte. Kannst aber nicht mit 100%. Eventuell. Ja, ich sag hier nur eventuell. Ich hab den versaut. Entschuldigung. Meine Schuld. Ja, gut. Da wollte ich ihn noch holen, aber hab's nicht mehr geschafft. Okay. Ich fahr. Du hältst hinten den Kasten frei. Ich hätte da hinterher fahren sollen, ganz eindeutig. Nur das merkt man meistens zu spät. Me home. Nein! Markus! Zum Glück haben die den versaut! Ich bin in der Luft, Markus! Nein! Das gibt es doch nicht! Vor allem, mir haut's andauernd wirklich die Kamera raus, obwohl ich immer Leertaste erwische. Na, wenn du Leertaste erwischst, haut sie auch logischerweise die Kamera raus. Ich erwisch sie aber nicht. Du hast aber gerade gesagt, obwohl du sie immer erwischst. Nein, obwohl ich sie immer nicht erwische. Hör mir zu, Mensch! Oh. Hoher Ball. Balltor. Oh, das war gut. Brumm nicht so. Das macht einem ja Angst. Ja, weil ich gerade keinen Boost hatte. Entschuldigung. Das heißt aber nicht, dass du mich dann weghauen musst. Pass auf. Ausgleich. Spannende erste Runde mit vielen Toren. Das muss man schon sagen. Patrick. Eigentlich wollte ich ja eventuell noch fliegen, aber da dachte ich mir, den macht's vielleicht doch lieber safe rein. Naja, lass das mal lieber. Du bist dran. Ich hab ja meinen Hut zum Fliegen, der reicht aus. Was machst du? Das sah gut aus. Mach wieder Blödsinn. Oh. Schöner Pass. Leider nur ein bisschen hoch. Ah, ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, der hat in Mitte gespielt, Ich bin aber nicht schnell noch dran. Markus, hinter, aber sofort. Ah, der hat mich weggeschubst. Ich fahr. Du? Bleib du hinten. Komm mit ran. Habe Boost. Bin dran vorbei. Ich nicht nutzen, weil ich. Kommt doch mal. Etwas höher als normal. Kommt nicht noch mal. Hab ich. Verdammt. Nein. Hamte Sau. Der kommt über ihn drüber, in Hoffnung. Au, den wollte ich so gar nicht spielen. Den musste ich so spielen, zwangsweise. Ich bin hinten. Den versuche ich irgendwie rauszuholen, wenn es möglich ist. Jo, hast du. Blöd hat das Kabel. Ah, nee, bist da. Schieß mal bitte vorne. genau in dem Moment, wo ich dazwischen stehe. Oh, gutes Ding. Markus, jetzt. Ja, jetzt. Nein. Geil. Lass den. Markus. Verdammt, der wäre so schön gewesen. So voll in die Mitte gelegt. Und dann voll rein gepfeffert mit Vollspeed. Oh, nicht dran vorbeigesprungen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vor damit. Ich hab den einen abgelenkt. Will den jetzt nochmal bashen. Achtung, er kommt. Dran vorbeigehört. Oh, das kann mit einer der längsten Nachspielzeiten werden, die es bis jetzt gab. Die gab's. Oh, ich hab den einen weggehauen. Ich hab den nochmal. Ich hab den auch nochmal weggehauen.
Anderen habe ich auch nochmal weggehauen. Hau mich nicht weg. Nein, ich lass dich. Ganz in Ruhe. Friedlich. Nein! Markus! Markus! Oh, gut gemacht. Achtung, er kommt nochmal Mitte! Er kommt nochmal. Übernehme. Nicht? Nein! Ich übernehme keine Garantie dafür. Das ist wahrscheinlich immer das, was wir sagen wollen. Bitte? Das ist wahrscheinlich immer das, was sie sagen wollen. Oh, Markus, jetzt spiel in die Mitte. Versuch ihn irgendwie. Na. Irgendwie, wenn es auch nur möglich ist. Nein! Oh, ich fliege! Ja, komm! Nein! Der Sattherz war in der Dings. Nein! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht, da wollte ich den noch holen. Und da ist zu früh. Easy. Du bist hier easy. Aber gleich schnell Match verlassen. So ist richtig. Genau. Oh, anstrengende erste Runde. Anstrengende erste Runde. Gut, dann sehen wir uns, Volleyball, gleich wieder. So. Zurück im Business. Ja, back in business. Back in Business. Gegen was für Leute spielen wir denn eigentlich? Gegen ein Veteran? Ein Veteran und ein Anfänger spielen wir. Ein VT. Ja, und der Paprika. Paprikayas. Ach, der hier. Lachip. Aua! Verdammt. Also, das ist der Anfänger, der gerade das Tor gemacht hat. Nur so, mal. Ja, gut, man sieht auch schon, wie der geflogen ist zum Ball. Ah, da habe ich ein bisschen gepennt, das tut mir ganz so leid. Langsam habe ich schleicht mich so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch eine Ping-Frage sein. Unsere Ping sind gerade nicht die besten. Oh, danke schön. Sauber! Danke! Wir haben einen neuen Torwart. Und der heißt Rush. Neue Stellenausschreibung. Team Deng sucht neuen Torwart. Oh. Verständlich. Dein Torwart, der fährt ja immer grandios am Ball vorbei. Ja. Alter, da. Das sah gut aus. Alter. Der bayerische Schubser. Jo. Das sah gut. Oh. Der ich sag mal nichts dazu. Ja, dazu sage ich auch erst recht nichts. Rückwärts. Und der fliegt über mich rüber. Gibt's das doch wohl nicht. Aua! Oh, der spielt mit uns, habe ich so das Gefühl. Alter! Was denn? Der ist voll gut. Der nicht Rush heißt. Markus! Was mach ich denn? Scheiße machst du! Oh nee, ey. Volltreffer, aber wirklich. Du siehst doch, du stehst gerade zu unserem Tor. Der Ball ist in der Mitte. Was wird das, Markus? Wenn ich mal ganz ehrlich fragen darf. Ich sag nichts dazu. Was war deine Intention, wenn du diesen Ball triffst? Deine Absicht. Ich wollte den Ball nach rechts abschießen, aber bin richtig dumm rangekommen, also richtig dumm. Der könnte eventuell sogar was werden. Ich glaube, der muss mal von uns zerstört werden. Mensch, alles muss man hier selber machen. Das war ein Pass für dich. Wo warst du denn? Hinter dir. Ja, da stehst du gut. Oh. So, jetzt aber Stevie. Ja. Wäre ein Pass für dich gewesen. Ja. Das habe ich gemerkt. Wie sehr der zu mir kam.
Ich hab ihn weggehauen, du kannst. Verdammt, der wäre so schön gewesen. Ich bin vorbeigeflogen und der geht rein. Nicht. Nö. Anfänger hat ihn gut rausgeschossen. Anfänger. Anfängerglück. Eigentlich ja. Klaut er mir den Boost. Klaut er mir den Boost. Klaut er mir den Boost. Anfängerglück. Markus, no. Achso, der geht ja ganz rein. Wer hat jetzt wen zerstört? Du hast die Paprika zerstört. Markus, wie kannst du nur die Paprika zerstören? Oh, der wäre zu schön gewesen. Der wäre aber auch zu schön mittig gewesen. Oh. Eis! Tor! Sauber gemacht. Na, der, wenn der sich den Ball so weit vorlegt, nehme ich den doch platt. Du fährst. Ja, ja. Der kommt. Vor. Ach, der kommt nochmal. Ja, habe ich gemerkt. Ich musste nur irgendwie erstmal den ersten Schuss abblocken. Ich komme mit dem mit. Schnabinia. Süße. So schnell drehen wir das Spiel. Vorlage, bitte, danke. Ich hab ihn, glaube ich, auch sogar noch mit. Guck dir es an. Dadurch, dass wir so gut. Du hast nochmal schräg reingeditscht und ich habe nochmal Power. Ja, der wäre wahrscheinlich auch noch mit reingegangen. Ich weiß nicht, ob er meinen alleine auch reingegangen wäre, aber. Ich wollte ihn nicht lassen. Deswegen dachte ich mir. Hatata. Nein. Ernsthaft? Was ist das für ein Scheiß-Tor, Markus? Wieso hast du nicht gemacht? Du standest da und hast blöd geguckt. Sorry, aber ich habe immer diese schlecht. Momente, da habe ich das Gefühl, ich verhau den Ball und dann mache ich lieber nichts. Ja, du siehst, nichts machen ist nicht das Richtige. Oh, oh. Kommt an dich ran. Ja, GG. Das hätte ich dir schon sagen können. Das hätte ich dir echt sagen können. Den hast du doch da schon gesehen. Der stand da 10 Minuten. Stand er da schon 10 Minuten und hat gewartet. Mann. Da geht schon meine Stimme ganz weg. Den musst du jetzt aber haben. Den musst du jetzt aber haben. Wenigstens etwas. Also wenn wir jetzt in den letzten Sekunden noch das... Der kommt nochmal Mitte für mich. Markus, der kommt nochmal Mitte. Au. Oh, geh. Oh, der wäre so schön ins Tor gerollt. Nee, das ist gar nicht mehr drin. Ja, ich weiß, von der Zeit aus nicht mehr drin. Na gut, Niederlage, im nächsten wird's besser. Vielleicht klappt da dann auch die Zusammenarbeit wieder. So, dass auch jeder jeden trifft. Naja, wir werden sehen. Bis gleich. Jo. So, diesmal wieder gegen ein besseres Team, nämlich ein Semi-Profi und ein Profi. Das ist uns doch lieber als ein Anfänger und ein Veteran. Genau, Markus ist jetzt zu den Mexikanern. Transformiert. Oh, scheiße. Na, aber ich sehe mir das dauernd. Wieso, Markus? Das war's jetzt auch wieder du. Du hast dich weggeschubst. Vor allen Dingen, wieso? Ich verstehe deine Logik in diesem Spiel nicht. Da konntest du mich doch nun mehr als genug sehen. Ach, verdammt. Vorsicht, Rückwärtsgang, piep. Sorry. Jetzt kommt er aber! Da war ich zu. Der war zu schnell, Markus. Immer wenn er mir um die Mängel, danke. Auch. Der war mir zu schnell. Achtung, der dicke Bulli schubst. Ich bin auch ein dicker Bulli. Ja, ich meine, da war der andere dicke Bulli. Der kommt nochmal. Markus. Ah! Man sollte auch den Ball treffen. GG. Nicht GG. Mensch, wieso freue ich mich immer zu früh bei diesen Bällen? Oh.
Was denn? Nichts, ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur mal Oho sagen. Durch. Oh, schön im Weg gestanden, Markus. Schön im Weg gestanden. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Naja, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen ist, kann ja man es ja mal. Jeder hat einen zweiten Versuch. GG! GG! Diesmal hat's klappt. Diesmal hat's klappt. Vorlage. Diesmal hat's klappt. Das ist auch schönes Deutsch. Guck es dir an. Guck es dir an. Du hast den da noch berührt und voll habe ich ihn reingehauen. Mein Deutsch ist irgendwie anders. Speziale de Mexico! Oh, jetzt habe ich mein Pedal losgelassen vor lauter Schreck. Lässt du fest mit Pedal? Nein. Nein. Ich drück, die Pedale nur meistens durch, wenn ich hier so sitze, weil die dauerhaft unter meinem Schreibtisch sind, deswegen. Deswegen hört man ab und zu immer mal so einen Klack oder so einen Knacken. Jawohl, Stevie, wunderbar. Hast mich zwar auch mit weggedonnert, aber perfekte Kombo. So, kriegst du den vielleicht irgendwie... Oh, er kam zu schnell. Oh, 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 Pfosten. Danke. Bitte. The Sparrow, der Pfeil. Jack Sparrow, würde ich mal sagen. Bumm. Pfosten. Bumm. Rein. Merci. Was? Metzi? Nicht Metzi. Merci. Oh. Ups. Geil, Markus. Geil. Vorsicht. Oh, noch viel schöner. Du bist als zweiter Torwart angeheuert. Ja! Ja, und wir verpeilen beide den Ball. Ah, du immer nicht als zweiter Stürmer. Da musst du noch ein Stückchen dran feilen. Ich will ja nur mal fragen, wer gerade die zwei Tore gemacht hat. Ich oder du? Ich korrigiere mich. Die drei Tore. Ja, warum wohl? Weil ich hier immer den Mittelfeld frei halte. Sie sehen, wie ich den Brummi vorhin abgeschubst habe? Ja. Das kam nur durch meine Arbeit. Sonst werdet ihr einen lockeren Weg gefahren. Trotzdem. Da bist du der Verteidiger, ich der Torwart, du der Stürmer und oder nein, du bist das zentrale Mittelfeld und du bist das Mittelfeld und ich ganz hinten und ganz vorne. Abgeluchst. Oh, wenn der wieder reingeht, ich sag, ich schreie. Nein, nicht selber rausmachen. Ich hab ihn selber rausgemacht. Oh, Stevie, hauen wir jetzt nochmal rein. Ich wollte nicht schreien, aber ich kam da so runtergefallen und konnte nichts mehr tun. Achtung, er kommt! So. Ah, schade. Ich hab ihn zwar nicht reingemacht. Du bist doch nicht reingeditscht. Das gibt. Oh, Fallrückzieher-Tor! Das ist das Tor gewesen. Das ist der ausschlaggebende Fall zum Tor. Guck, und dann hab ich nur daneben gestanden und bin durchgeflogen. Das nenne ich doch mal gut. 4 Tore von 4. Aus eigener Anbau. Markus. Kriegst du den? Nein. Nee. Ich hatte auch keinen Boost mehr in der Moment, ey. In der Moment. Ja gut, 4-2, das ist noch erträglich. Ich düse drauf los. Und ich düse. Du bist keine Düse, also lass sie in den Quatsch. Markus! Tor von Bioding. Aber ich war auch da. Also wir waren beide da. Ja, warte nur. Durchgefahren. Er kommt? Ja. GG. Ja, ist doch gut. Siehst du doch. Ja, bleibt nee, immer noch vorne. Ja, danke. Ja. Hätten ja vielleicht nicht saven können oder so. Nee, nee. Markus, da musst du das sagen. Ich sehe den Ball, also ich sehe zurück. Ich sehe nicht nach vorn. Ich bin doch nicht so fortschrittlich und kann nach vorne gucken. Hallo, ich bin wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was für ein Nivea. Deins ist nicht besser. Denkst du nur, weil du eine neue Geschmackssorte hast, bist du besser? Ist denn die ja. Vorsicht, der kommt ganz gefährlich.
Markus. Also ganz ehrlich. Wieso bist du nicht gesprungen? Den darfst du nicht flach rausholen, den musst du rausspringen. Nicht die Wurst rausdrücken. Das ist meine Meinung dazu. Das, was ich gestern meinen Kopf gesehen gemacht habe, als ich mich sowas von geärgert habe nach einer Runde. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Das gibt es nicht. Sah aber gut aus. Im Ernst. Sah gut aus. Ich weiß mir schon meine Fingernägel ab. Oh oh. Oh oh. Huh. Glück. Ja, danke für den Befreiungsschlag nochmal. Glück im Unglück. Ach nein. Ich würde sagen, damit war's das für diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.